Guten Abend. Heute habe ich mir doch auch mal ein paar Zeilen aufgeschrieben. Liebe Friedensbewegte, liebe Bürgerinnen und Bürger, die sich heute hier versammelt haben, ich möchte mich im Namen der Stadt Fürstenfeldbruck zuerst und auch im Namen von Erich Raff recht herzlich beim Sozialforum AMBA und bei der Antikriegsinitiative bedanken. Jedes Jahr organisiert ihr hier dieses Gedenken am 5. oder 6. August an die Toten der Atomwaffenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Und das ist sehr zu würdigen, weil es vielleicht bei anderen Gelegenheiten durchaus eine Sache der Stadt wäre, das zu tun. Unter Oberbürgermeister Klaus Pleil ist die Stadt Mitglied bei den Mayors of Peace, bei den Bürgermeistern für den Frieden geworden. Das war im Jahr 2014. Diese Organisation oder Vereinigung von Städten, von Bürgermeistern, wurde 1982 gegründet vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima. Und inzwischen gibt es in 162 Ländern fast 7400 Mitgliedsstädte. Das ist doch eine recht beachtliche Zahl. In Deutschland sind 470 Städte Mitglied. Und auch unsere italienische Partnerstadt Cerveteri ist Mitglied bei den Mayors of Peace. Diese Organisation kämpft gegen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen. 2003 haben sie eine Kampagne gestartet, Vision 2020, mit dem Ziel der Abschaffung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2020. Das klingt sicherlich im ersten Moment oder auch heute für uns noch wie eine kaum realisierbare Vision, aber es heißt ja auch Vision. Und der Kampf, aber man sollte auch bedenken, der Kampf zum Beispiel gegen die Ächtung der Landminen, der hat auch mal relativ klein begonnen und sich dann immer stärker entwickelt. Und wenn man sich aktuell die Lage ansieht und die Konflikte, gerade jetzt in Bezug auf Nordkorea, die Konflikte zwischen USA und Nordkorea, wird diese Bedrohung mit Nuklearwaffen, glaube ich, doch wieder ein bisschen präsenter bei den Menschen und realer. In diesem Jahr gab es jetzt tatsächlich die ersten Verhandlungen bei der UNO, bei der UN zu einem Atomwaffenverbotsvertrag. Und an diesen Verhandlungen haben auch 130 Staaten der Welt teilgenommen. Aber ich nehme fast an, die hier sind, werden es wissen, dass Deutschland und die meisten NATO-Länder diese Konferenz boykottiert haben. Und man muss einfach irgendwie doch befürchten, was Frau Amon hier stehen hat, ein Testfall für den Rechtsstaat, dass Deutschland vielleicht doch irgendwie sich ein Hintertürchen offen halten will. Und an der Stelle ist es im Prinzip an unserer Sache, also auf Seiten der Kommunalpolitik, auch aktiv zu werden. Erich Raff hat mir gesagt, und ich soll das hier auch sagen, er steht zu dieser Mitgliedschaft der Mayors of Peace, aber ich meine, es wäre jetzt an der Zeit, dass wir als Kommune in diesem Prozess auch aktiver mit beitreten und mitarbeiten. Es gibt einige deutsche Städte, die da sehr aktiv sind, Hannover zum Beispiel, aber sicherlich können wir als Kommune auch ein bisschen mehr machen, außer dass ich hier bei der Veranstaltung sozusagen eine Vertretung der Stadt ein paar Grußworte an Sie wendet. Ich denke, das ist die Aufgabe, der wir uns als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in der nächsten Zeit stellen müssen, auch wenn die Bundesregierung hier vielleicht eine andere Meinung vertritt. Danke. Bravo.